Keine Sorge, ich gehe gleich zurück an die Arbeit. Mach nur gerade Mittagspause hier in der Pyramide am Gepardengelände. Eine Pizza habe ich mir auch schon reingezogen, also kannst gleich munter weitergehen hier in Planet Zoo oder auch besser bekannt unter dem Namen Planet Zoo. Wir sind wieder in der Arktis heute beschäftigt. Es hat sich einiges getan, wie ihr da hinten schon sehen könnt, wenn ihr da mal aus dem Durchgang rausguckt in die Ferne. Da hat sich einiges getan. Ich war also fleißig in der Zwischenzeit. Also wenn wir heute auch wieder eine schöne Zeit haben, das kann ich garantieren. Allerdings ist es auch viel zu tun. Deswegen legen wir jetzt sofort los, Leute. Viel Spaß! Huschen wir direkt mal wieder zurück an die Arbeit auf unsere Baustelle. Ich bin übrigens der Vorbuddler vom Minenarbeit YouTube-Kanal. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Jawohl, hier sind wir im Nordafrika-Bereich. Schön auf den Wegen bleiben. Und links seht ihr mein Experimentierfeld. Hier baue ich meine großen Bauteile so zusammen und verschiebe die dann an Ort und Stelle. Was ihr hier schon seht, ne? Denn die Arktishalle habe ich jetzt schon mal ein bisschen aus dem Boden gestampft. Da haben wir in der letzten Folge ja mit angefangen, haben die ja dieses modulare Bauteil erfunden, sag ich mal, konstruiert. Und ja, so sieht es dann aus, wenn es halbwegs fertig ist. Kommen wir gleich noch darauf zu sprechen, da haben wir auch noch ein bisschen was zu tun. Hier entsteht jedenfalls die Arktis, ist alles noch unfertig, noch nicht offiziell eröffnet. Es lässt sich hier auch noch kein Besucher blicken, warum auch, sind noch keine Tiere da, ne? Ja, guck mal hier, Kleinigkeiten habe ich natürlich erledigt, immer mal hier und da wird irgendwas verschönert. Hier so eine Böschung nochmal verschönert, hier steht auch schon mal eine Bank und eine Laterne. Sehr schöne Sachen übrigens in dem Arktisbereich, also schöne Bauteile sind da drin. Und, hier brauchen wir, glaube ich, auch einen Wasserfilter auf Dauer, ne? Ja, ja. Und hier, die Böschung ist auch sehr schön geworden. Ja, und hier geht es jetzt direkt mal los. Schaut euch das mal an. Ich habe also die große Lösung gefunden für unser Wegeproblem. Ihr wisst möglicherweise, ja, dass wir hier einfach unglaublich weit vom Schuss sind. Das ist also ein großer Umweg für unsere Besucher, die jetzt praktisch hier in so eine richtige Sackgasse reinlaufen müssen, um in die Arktis zu gelangen. Und ich brauchte dringend noch einen Verbindungsweg zu einem mehr zentralen Bereich des Zoos. Und das war gar nicht so einfach. Aber ich habe jetzt die Lösung gefunden. Und zwar seht ihr das an diesem Holzsteg hier. Da sind wir direkt hier vorne in Afrika. Nebenan ist unsere Wüstenhalle schon zu sehen. Links noch ein bisschen Australien. Ja, und hier war eine gute Stelle. Ach, da kommen jetzt doch schon Leute lang. Cool. Das war eine gute Stelle. Erst habe ich mich hier vorne rumgefummelt. Ah, das ist richtig schön hier mal aus dieser Perspektive. Ja, ich habe nie Zeit, ne? Ich muss mal arbeiten und machen und machen und machen. Kaum habe ich mal Zeit, mir das alles hier mal in Bodenhöhe anzuschauen. Guck mal, das klappt auch. Kommt schon direkt jemand. Ne? Aber auf jeden Fall hatte ich vor, ursprünglich hier den Weg drüber zu ziehen, aber ihr seht schon, das ist hoch und runter und zickzack und furchtbar und auch noch nicht so optimal. Kommt man zu weit da hinten an. Ne? Also habe ich eine andere Stelle gesucht, ja, und dann hier vorne. Das ist eigentlich nicht schlecht. Ne? Hier ist noch relativ viel Verkehr und der Steg, der läuft jetzt hier so schön geschwungen am Flusspferdgehege entlang. Kann man also auch mal mit ein bisschen Glück noch die Flusspferde beobachten. Gar nicht so übel, ne? Und ja, dann kommen wir jetzt hier durch diesen Eistunnel und sind in der Arktis. Also das ist so eine richtige, so eine Art Schleuse. Auf der einen Seite noch Afrika, auf der anderen mit einem Mal voll das Eis überall, ne? Und das sieht sehr schön aus. Pass mal auf, was wir machen. Das zeige ich euch mal kurz. Wir gucken mal kurz, wie es im Dunkeln aussieht. Wow, ne? Also das finde ich total schick. Mit diesem dezenten Licht in ganz milden Pastellfarben, sag ich mal. Da nimmt ihr so ganz sanftes Rosa, sanftes Blau, sanftes Grün, habe ich so genommen. Schöne helle Farben, das ist sonst zu dunkel, ne? Ja, aber es glitzert richtig schön geheimnisvoll jetzt hier in dieser Eishöhle. Auch von vorne, ne? Und das ist jetzt, die Rückseite ist noch nicht fertig. Die müssen wir jetzt mal machen. Machen wir jetzt auch sofort. Da brauche ich auch mal ein bisschen mehr Licht.
So gehen wir mal wieder auf mittags meistens, so 13 Uhr, 12 Uhr, sowas in dem Dreh. So, die andere Seite, habt ihr auch vorhin kurz gesehen, ist natürlich noch nicht schön. So können wir es nicht lassen, auf gar keinen Fall. Also holen wir uns jetzt mal direkt das Bauteil, denn dieses Portal war auch hier so ein modulares Teil. Das habe ich hier in Ruhe gebaut, fernab vom Schuss, in einer angemessenen Größe. Ja, und dann wird es jetzt praktisch einfach kopiert. Das können wir ja hier stehen lassen, falls wir es nochmal brauchen. Dann jetten wir hier rüber und setzen das hier ein. Ja, mal gucken, wo das ist. So, holen wir es mal wieder ein bisschen nach oben. So, und dann haben wir hier die Höhe. Das sieht ja unten an den Balken. Hier kann man das ganz gut abpassen. Ja, so sieht es nicht schlecht aus. Ein bisschen weiter nach draußen, aber auch etwas drehen. Ja, so ist ganz gut. Ne, also wenn man jetzt hier so lang kommt, das sieht schon okay aus. Es ist jetzt objektiv betrachtet vielleicht etwas schief, aber es fügt sich hier wunderbar in den Berg, an. Ne? Und deswegen, den machen wir jetzt natürlich auch direkt mal fertig. Nicht so einen großen Pinsel nehmen, vielleicht 3er, vielleicht auch 4er, das geht noch. Ne? So, und dann schön so eingießen. So, dass das richtig wild aussieht und verwachsen. Obenrum natürlich auch. Aber man könnte da oben auch nochmal an dem Bauteil so ein Dachstück reinbauen, wenn man möchte. Gibt da viele Möglichkeiten. Das ist jedem selbst überlassen. Gibt da kein richtig oder falsch. Ne? Das mit dem Gebüsch hier, das sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Das kann man so lassen. Na, das kann man wirklich so lassen. Hier unten ist nicht so schön. Da packen wir hinterher auch noch mal ein paar Büsche hin. Möchte den Weg jetzt nicht mehr abreißen. Wisst ihr, Wege, wenn die einmal da sind, dann lässt man die am besten. Sonst ist das doch einfach immer Chaos. Was wir jetzt brauchen, ist so ein bisschen Aufraum, dass das hier so eher nach Felsen aussieht. Ein bisschen rauer wird hier oben auch noch mal. Ups, das war wieder ein bisschen zu viel. Was ist hier los? Ach, das Flusspferd ist da. Komm, wir sagen mal Hallo. Die finde ich klasse, ne? So, aber jetzt mal weiter hier im Text. Vor allem brauchen wir auch eine andere Textur. Habe ich mir vorgestellt, dass das hier so richtig kaputt aussieht, richtig zerklüftet. Felsig. Ne? Gut. So, und was haben wir jetzt noch zu tun? Innen. Innen sollten wir nochmal schauen. Hier, die Übergänge sind nicht so richtig schön. Fangen wir am besten mal unten an. Da seht ihr auch, wie ich das gemacht habe. Einfach nochmal so ein... Das sind einfach diese Eisfelsen. Die werden hier so lange hingemurkst, ja, bis es irgendwie passt. Und dann nehmen wir hier das gleiche in Grün. Das gleiche in Eis, besser gesagt. So. Und oben auch kein großes Larifari. Einfach mal erst so grob hingesetzt. Dann schauen wir mal, wie das hier passt. Nicht so optimal, aber wir versetzen das natürlich jetzt alles nochmal mit der X-Taste und den 3D-Griffen, dass es etwas eleganter aussieht, ja. Ist mal gut und jetzt sind wir den auch noch. Der muss vielleicht etwas gedreht werden. Oh, das fummel ich hier, jetzt komme ich mit meiner Maus hier nicht mehr ran. Bisschen aufdrehen, so. Und dann ziehen wir das mal da rein. Na, das sieht schon ganz gut aus. Kann auch ruhig ein bisschen nach da. Muss jetzt nicht hundertprozentig geschlossen sein hier alles. Ne? Auch das ist einfach ein Riesenjob. Da kann man sich ranhalten. Ne? Also wie ich schon sagte, das ist jedem selber überlassen. Hier kopiere ich intelligent. So, dass wir hier nicht immer dieses Gefummel haben, dass das erstmal irgendwie angepasst werden muss. So, aber da geht eine Zeit bei drauf, ne? Also, es ist irre. Tut euch das nicht an, guckt lieber bei mir zu. wie habe ich das hier gebaut? Ja, hört mal, ich habe ja einfach einen Podcast angemacht, ne? Und dann kann man diese Fummelarbeiten
in Ruhe erledigen. Dann hat man auch Bock, noch mehr zu machen. Das ist nämlich oft das Problem. Es ist einfach, es artet so viel in Arbeit aus in so einem Spiel. Ne? Also von daher, ich gebe euch hier immer Tipps, dass es einfach euch machen sollt. Ja? Also nicht so, also man kann schon aufwendig bauen, das tue ich ja auch, aber es, meiner Meinung nach, hält sich das alles noch in Grenzen vom Arbeitsaufwand. Das kann man schon noch irgendwie hinbekommen. Das ist hart an der Grenze. Hier so ein großes Arktis-Projekt, das ist schon wirklich unglaublich viel Arbeit. Ne? Aber es gibt eben auch noch Leute, die da wirklich noch wesentlich mehr Arbeit und Zeit reinstecken. Das ist aber nicht jedermanns Sache. Ja? Ihr wollt ein schönes Zoospiel haben, ihr wollt es euch ein bisschen nett machen. Ja, und dann plötzlich seid ihr da am Arbeiten wie verrückt. Ne? Kann einem auch schon mal so ein bisschen auf den Geist gehen. So, hier ist auch noch ein großes Loch. Da passe ich mit meinem dicken Kopf genau rein. Sehr interessant. Sollen wir das noch zumachen hier? Oder gesagt, getan, ne? Ist auch ganz gut. Ja, jetzt müssen wir nicht so sehr ins Detail gehen. Hier unten fehlt noch ein bisschen was vielleicht. Und dann können wir eigentlich sagen, dass das hier ganz schön geworden ist, ja? Drehen wir den nochmal so, dass wir hier mal das ein bisschen besser in die Ecke kriegen hier. So, so ist es doch ganz gut. Seht ihr? Gut, dann brauchen wir hier noch ein bisschen mehr Pflanzen. Dann nehmen wir diesen Affenbrotbaum. Seht ihr mal, wie ich den in den Boden gerammt habe, ne? Also immer schön lieb sein, sonst ramme ich euch auch so in den Boden. Unangespitzt. Nein, Spaß. Sowas mache ich natürlich nicht, ne? So. Ist das okay so? Wollen wir den noch ein bisschen drehen vielleicht? Einfach nur, damit wir wissen, dass wir den gedreht haben. Ach, ich weiß nicht, ich finde das gar nicht, eigentlich schon okay, ne? So ein bisschen versteckt hier, vielleicht noch etwas zur Seite hier, nochmal auch da, nochmal ein bisschen auch da, noch ein bisschen nach oben. So. So, aber auch hier kann man wirklich stundenlang noch stehen und da drehen und wenden. Und ich würde mal vorschlagen, ne? So sieht dieses Portal eigentlich schon ganz cool aus. Kann man mitarbeiten. Ja, man muss immer auch wirklich den Sweet Spot entdecken und sagen, hey, jetzt ist mal gut. Ja, so sieht es schon schön aus. Und was einem später noch einfällt, ja, kann man immer noch dazufügen. Ne? Das ist das Schöne, man hat immer was zu tun. Auch wenn man nach Wochen nochmal wiederkommt, sieht man plötzlich was und hat vor allem auch wieder Bock, mal ein bisschen was zu bauen. So, also jetzt machen wir weiter mit unserem kleinen Rundgang. Der Tunnel ist also schon mal sehr schön. Hier seht ihr übrigens, dass ich die Ecken hier tatsächlich etwas anders gemacht habe. Nicht alles nur zugekippt mit Erde, sondern auch hier nochmal ein Stück Wand eingesetzt. Oben drum, drüber auch nochmal ein paar nette Pflanzen. Ja, und Schnee, vor allem Schnee. Hier haben wir auch Klimaanlagen etwas versteckt zwischen den Eisfelsen. Hier drüben auch nochmal. Das ist ein bisschen schade bei diesen Klimaanlagen, denn die haben nicht so einen großen Wirkungskreis. Seht ihr hier sehr schön, ja. Man muss da sehr viele aufbauen. Finde ich ein bisschen schade. Die kann man einstellen, aber hier so auf 20 Reichweite, aber es ist praktisch schon jetzt hier Ende der Fahnenstange. Und ich habe die auf 0 Grad gestellt. Ich finde, das sollte reichen. Ne? Dann hier das Gehege. Da weiß ich gar nicht, was da reinkommt, aber es geht jetzt auch in die Halle hinein. Also Innen- und Außenbereich. Und hier seht ihr die Maschinen, auch schon wieder kaputt, noch nichts getan, aber schon kaputt. Etwas versteckt, auch zwischen diesen dekorativen Felsen. Ja, die sind auch bewusst so gewählt, dass die immer so gleich aussehen, mehr oder weniger. Das sollte so ein bisschen lustig aussehen. Ist ja halt ein Zoo und ein Freizeitpark mäßig, ne? Und dann haben wir hier einen neuen Weg, Mitarbeiterweg. Klar, Wege, alle schon angeschlossen. Ne? Das ist immer die Fummelsarbeit. Werkstatt. Und dann haben wir hier unten ein neues Gebäude für unsere Mitarbeiter und Tierversorgung. Das ist alles aus den Arktis-Bauteilen. Gefällt mir sehr gut, das Zeug. Also kann man wirklich schön mitarbeiten. Hier einfach nur so ein bisschen was mit doppelten Wänden. So ein kleines Muster da reingebracht in die Fassade. Ne? Und ja, hier gegenüber soll nämlich das Gehege für den Eisbären entstehen. Ne, da kriegt ihr also hier eine schöne Landschaft. Außenrum so ein bisschen Gebirge und innen auch was zum Schwimmen. Und da können die, ja, können die Mitarbeiter sofort relativ schnell in das Gehege.
um dort nach dem Rechten zu sehen. Ne? Wir sehen jetzt nach dem Rechten auch hier in der Halle. Sogar schon ein bisschen mit dem Dach angefangen. Ne? Oh, Wahnsinn. Aber hier drin ist noch gar nichts passiert, außer dass hier, ja, das soll so eine Art Eisscholle werden, wo wir dann auch für die Besucher irgendwie so ein bisschen Après-Ski und keine Ahnung, halt ein paar Gaststätten und sonst was hinbauen. Und vielleicht kann man hier hinten noch ein Gehege haben für irgendwelche Pinguine oder so, die vielleicht auch nochmal ins Wasser springen. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Möchte ich jetzt auch nicht so schnell runterbauen, also dass wir hier einfach die Gehege ziehen, sondern hier soll ja natürlich auch noch etwas Landschaft rein. Ne? Also man sollte da jetzt aufpassen, dass nicht alles wieder so ganz flach ist. Auf dieser Seite schon. Auf dieser Seite müssen wir flach bleiben, denn wir brauchen hier einen Durchbruch. Wir machen das auch sofort, damit ihr seht, was ich meine. Hier kommt jetzt eine Lücke reingeschlagen und nebenan auch. Und das gleiche Spiel machen wir jetzt hier vorne auch nochmal. Das ist das Schöne mit diesen modularen Bauteilen, ja. Kann man gar nicht mehr, die kann man so schön hinstellen und später irgendwas rausbrechen oder noch zufügen. Das ist aber was ganz anderes, als wenn du das am Stück baust. Gucken wir uns auch gleich nochmal an, was ich hier gemacht habe mit der Halle. Jetzt erstmal das hier. Wir haben jetzt also hier zwei Durchbrüche. Möglicherweise machen wir das da hinten auch nochmal, dass wir noch einen dritten Durchbruch machen. Weiß ich aber noch nicht, was hier drinnen passiert, ob wir es brauchen. Jedenfalls geht es hier für die Besucher raus auf eine Besucherterrasse, die wir jetzt auch sofort anlegen können. Ziehen wir mal einen Weg. Moment, nehmen wir einfach mal Standardmuster erst, was ich hier immer verwendet habe. Das kommt jetzt hier so hin. Vierer Breite, jawohl, und einer Länge. Und erstmal so ein bisschen. Da muss ich mal von vorne gucken. Es muss nämlich relativ gerade werden jetzt. So, und dann schaue ich mal, dass ich das nochmal mit Raster einbaue. Und ich glaube, ich habe mich so ein bisschen vertan. Ne? Das ist ein bisschen schief geworden. Oh ja, tatsächlich. Ja, das ist gut, da müssen wir jetzt durch. Da müssen wir jetzt durch. Das ist so fummelig, aber warte mal, so eher, ne? Ja, das sieht schon besser aus. Denn das soll hier eine schöne, sauber angelegte Besucherterrasse werden. Richtig in Dreier Tiefe, schon geräumig. Vielleicht können wir da auch noch mal ein Dach an der einen oder anderen Stelle drüber bauen. Ist ja doch recht kalt hier. Und vielleicht auch sowas wie ein Steg. Von der Mitte aus haben wir hier eine, ja, so eine Doppelmitte oder hier so. Das ist keine schlechte Idee. Ich mal den jetzt nur vor, das muss nicht so bleiben. Aber dass wir hier so einen Steg noch ein Stück reinführen, dass die Leute den Eisbären aus der Nähe betrachten können. Ne? Denn das ist das Eisbärgehege. Habe ich, glaube ich, gerade standen wir da vorne. Und jetzt soll hier dieses Gelände entstehen. Ich denke mal, so ungefähr in dieser Größe, wie wir das jetzt hier schon angedeutet haben. Ich glaube, ja, gucken wir ruhig mal rein. Eisbär. Haben wir Eisbär hier irgendwo? Eosbär. Eisbär. Da ist er doch. Der Ursus Maritimus. Ne? Vom Aussterben bedroht, deswegen müssen wir den unbedingt hier auch in unser Zuchtprogramm aufnehmen. Wahnsinn. 3250 Quadratmeter. Das geht. Das ist genug. Da sind wir hier dicke. Ich erinnere mich, dass ganz am Anfang, als die Eisbären neu waren, dass die unglaublich viel Platz brauchten. Kann man sich ja vorstellen, ne? Aber ich denke mal, wir haben hier wesentlich mehr Platz für den. Das haben die später korrigiert. Das waren, glaube ich, irgendwie 10.000 Quadratmeter oder irgend sowas. Oder noch mehr. Also riesengroß für ein Zoo hier so kaum geeignet. 720 Quadratmeter Wasseranforderungen. Nichts zum Klettern und auch nichts zum tiefen Tauchen. Zum Tieftauchen. Klosett-Tieftauchen. Nee, alles okay. Das kriegen wir auf dieser Fläche dicke hin.
Ne? Und dann nehmen wir uns aber nochmal separat für Zeit, dass wir das so richtig schön aufbauen, wie wir das so gerne machen. Mit Erstgelände und so weiter. Ihr kennt das schon, ne? Wenn ihr die Serie verfolgt habt. Was wir jetzt machen müssen, ja, wir schauen uns jetzt die Halle nochmal an. Und da seht ihr, ja, dass die doch relativ einfach geworden ist. Es ist jetzt ja quadratisch geworden. Ne? Alles die modularen Wandstücke hier oben, die ich kopiert habe. So lässt sich so eine Halle recht schnell mal hinstellen. Aber es war dennoch eine richtige Fummelarbeit. Es ist aber jetzt auch wirklich ganz gerade geworden. Ne? Ja, doch. Es ist eine ziemliche Fummelarbeit, denn ich hatte vorher hier diese Eingänge. Hier ist der Haupteingang, aber hier soll auch noch ein Eingang hin. Und den hatte ich hier diagonal drin. Und auch da hinten habe ich nochmal gedacht, machst du so die Ecke so diagonal. Leute, macht das nicht. Tut euch das nicht an. Baut solche großen Projekte ruhig einfach eckig, ganz simpel. Kann man ja immer noch außen verkleiden mit Pflanzen, Felsen und Gelände kaschieren, dass es nicht so langweilig aussieht. Außer komm, die Fassade ist schon, die macht schon was her. Langweilig ist die nun nicht. Ne? Jetzt könnten wir hier zum Beispiel die Ecke rausbrechen, um hier einen schönen Eingang reinzusetzen. Ne? Auch das ist so ein Portal, könnte man nochmal separat bauen und dann da reinschieben. Machen wir ja auch sowieso hier mit den Durchgängen auch. Die bleiben da ja nicht so. Da wird auch noch mal was gebaut, was wir dann da einsetzen können. Ja? So ist das machbar. So ist das überschaubar. Und so kriegt man das auch hin. Denn hier so eine diagonale Ecke zu haben und dann das Dach drauf zu setzen, das dann da drauf passen soll. Oh, Kinders. Ne? Ich habe es versucht. Stundenlang habe ich mich damit befasst, aber irgendwann habe ich gesagt, komm, bist du denn eigentlich bescheuert? Jetzt mach das doch mal einfach ganz simpel und ne, so, dass es funktioniert. Ja, und ich denke mal, so machen wir das auch. Ne? Was wir jetzt hier haben, ist das Dach. Das sind auch so einzelne Stücke. Wo habe ich es? Hier vorne. Ja, das ist das Dachmodul. Seht ihr, das, wie ich das gemacht habe? Hier mit habe ich angefangen, mit diesem kleinen 1-Meter-Balken. Ganz normale Wandbauteile sind das. Keine freien Balken, die man so selber schieben muss und so. Das kann man zur Verzierung später noch machen. Aber erstmal hier ganz normale gerasterte Wandstücke. So, und dann die ein Stück Dach, ganz flaches Dach. Das soll ja so außen vor, so vorgucken. Ja, kleines Vordach ergeben. Und dann haben wir nochmal eine Schicht drauf, dann zwei Reihen Glas, dann eine Reihe Dach und dann habe ich mal einfach gedacht, ja komm, machen wir nochmal eine Stufe rein, sowas wie hier, ne? So ein kleines, so eine Kontur halt, dass es etwas interessanter aussieht. Ja? Und ja, ist auch quadratisch geworden, ist ja ein 7-Block breites Stück, wie auch die Wände. Ja, sollte dann auch 7 tief werden. Ja, und jetzt muss ich natürlich gucken, wie ich die Mitte zusammenschuster. Erstmal machen wir die Ecken. Und die Ecken, denke ich mal, versuche ich jetzt mal so hinzubiegen, dass ich das jetzt an dieses Eckstück ransetze. Einfach mal versuchsweise auch. Und zwar, ja, kopieren wir das hier. Das ist ein bisschen schief, aber diese Übergangsstellen kann man später nochmal mit... Tieraktivisten, hallo. Ich drücke mal lieber auf Pause, damit wir hier nicht so abgelenkt werden. Was wollte ich sagen? Ja, hier solche Kanten, die nicht so ganz hundertprozentig gerade sind. Ja, die kann man später kaschieren mit Balken. Das soll ja auch noch stabiler aussehen. Das ist ein riesengroßes Dach. Vielleicht werde ich hier innen auch tatsächlich nochmal Stützen einbauen. Könnte interessant werden. Eigentlich ist der Gag, dass diese großen Dächer keine Stützen benötigen. Das ist ja gerade, das habe ich euch groß und breit bei der Wüstenhalle damals erklärt. Die hat auch keine Stützen drin. Das habe ich hier vom Burgos Zoo in Holland, in Arnhem, abgeguckt. Die haben auch solche riesigen Hallen für Dschungel und Wüste und so. Was ist das denn hier? Ist das, habe ich das jetzt hier aus Versehen hingesetzt? Also die haben solche großen Hallen und der Reiz da ist, dass sie keine Stützen brauchen. Das ist interessant, weil die Stützen würden ja in der Halle immer die Sicht versperren und
Das ist natürlich ohne Stützen viel cooler. Ne? Also es ist natürlich eine Herausforderung, das zu bauen, aber oh, ist schon das richtige Stück hier. Fantastisch, machen wir da mal eben ein Herzchen dran. So, brauchen wir mich noch häufiger. Nächstes Teil, ne, guck mal, Reihe für Reihe machen wir das jetzt. Hier kommt dieses Teil, kopieren. Seht ihr mal, so kriegen wir die Ecke hier nämlich ganz gut aufgefüllt. Das passt doch eigentlich ganz gut da vorne, es ist doch gar nicht so schlimm. So. Ja, hier kann man gucken, wie man sich entscheidet. Egal. Ja, und das ist jetzt ganz einfach zu machen. Auch die Ecken hier, die werden einfach so aufgefüllt. Da muss man nichts schräg und diagonal und sonst wie bauen. Später nochmal reingehen, um innen hier so ein Stützwerk noch hinzubiegen irgendwie. Ja, das ist aber alles. Ja, und von daher lässt sich das echt machen. Hier der Reihe nach. Gehen wir einfach da durch. So. Dann nehmen wir nochmal das Herzchenstück hier an der Ecke und dann setzen wir das direkt dahin. Oh, muss ich mal eben hier die... Ne, wenn ihr das habt, dass das nicht so richtig passt, habt ihr die Rasterhöhe nicht richtig eingestellt. Auf 1 Meter reicht in unserem Fall. Ne, und dann haben wir das schön auf der richtigen Höhe. Ist sich perfekt, ey. So. Oh, bevor ich das mache, wir haben eben kurz noch die Innenreihe dieser dünnen Balken hier ziehen, dann sonst haben wir ein Problem. Kommen wir später nicht mehr so gut ran. Jo, sieht schon ganz super aus. Ich versuche jetzt noch diese Verzierungen hier oben anzubringen. Ich weiß ja gar nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Aber das Schöne ist, sowas macht man ja nur einmal. Und danach wiederholt man das einfach immer wieder. Und ich glaube, dann nehmen wir hier diesen Balken und dann führen wir den hier einfach so durch. Genau, dann habe ich nämlich auch den Innenbalken perfekt hier hingesetzt. Sehr gut. Und hier machen wir das Ganze auch nochmal auf die andere Seite. So. Ja, das ist ganz so fummelig heute. Aber es geht. Es lässt sich machen. So, und dann machen wir hier noch den nächsten Teil. Hoppla, eine Taste vertan hier. So. Und dann brauchen wir hier von diesen kleinen Stücken auch nochmal was. Nee, das war falsch. Hier kommen die hin. Kann das wieder weg. So. Ja, das ist gar nicht schlecht. Das ist echt nicht schlecht. Beenden wir das ruhig mal, bevor wir hier einen Fehler machen und gucken uns das von innen an. Wie gesagt, hier auf die Ecke kommt. Ich denke, so mache ich das, dass ich. Ja, komm, direkt gar nicht lange überlegen. Einfach machen. Ist auch so ein Tipp. Überlegt nicht zu lange. Ja, wenn ihr eine Idee habt oder ihr glaubt halt, das wird gut oder so mache ich das, dann macht es einfach so. Nicht nochmal eine Nacht drüber schlafen oder was weiß ich. Ne? So die erste Idee einfach mal umsetzen und dann wird das schon was. Ja, es ist zu schmal, ja. Also wenn wir vielleicht hier doch die nächste Seite rausbrechen und ich denke mal in der Höhe, oder reicht das sogar? Kriegen wir denn jetzt hier so einen 4 Meter breiten Weg durchgezogen? Ist das möglich? Einfach mal schauen. Das muss ja nicht alles riesengroß sein. Das ist ja so schon riesengroß. Kann ja ruhig da ein bisschen eng werden. Guck mal, das sind genau 4 Meter. Kann man im Grunde schon so mit leben. Ne? Wenn wir das jetzt hier so anschließen. So, jetzt kommt der die Verbindung zu dem Hauptweg. Aber die mache ich dann immer gerne etwas breiter. So, gehen wir hier mal auf 6 Meter. Und dann seht ihr, dann wird dieser Weg etwas breiter. Sieht doch etwas besser aus, finde ich. So, was wollten wir machen? Uns das hier anschauen. So, guck mal, hier diese Stelle wäre zum Beispiel eine gute Ecke, hier vielleicht eine Stütze noch reinzubauen. Weiß ich nur nicht, bräuchten wir echt was Massives. Haben wir was Massives, vielleicht sogar aus Stahl oder so? Ich suche mal eben was. Na gut, wir haben diese Metallstange. Die heißt Metallstange dick.
aber in unseren Proportionen sind die wohl eher, naja, so Spaghetti, ne? Die sind ganz gut hier. Könnte ich mir gerade noch so vorstellen, dass das geht, aber es ist wirklich nicht so richtig cool. Was haben wir hier mit Strukturzubehör? Aha, Freunde, seht ihr? Man darf nicht aufgeben, man muss weitermachen. Was haben wir hier, so schönen Balken, ja, Stahlträger, ne? Aber ist alles doch auch sehr klein. Da werde ich wohl nicht drum herum kommen, mir was Eigenes zu bauen. Was ist nochmal unter den Wänden hier aus so runden? Na, ist wieder zu groß. Also so eine Säule, ne? Aber ihr seid sicher mit mir einer Meinung, dass das dann etwas zu groß ist als Säule. Wenn, dann wäre das eine Mittelsäule, die dann ganz in der Mitte steht. Vielleicht nochmal solche Arme hat, die das Dach so ein bisschen stützt. Aber nicht so, um jetzt hier vier reinzustellen, ne? Das ist nicht so toll. Also, das gefällt mir nicht so gut. Machen wir das ruhig wieder weg. So. Oh, hier kommen, sind ein paar coole Teile dabei. Es ist nur fummelig, jetzt daraus was zu bauen. Vielleicht, wenn ich locker versuche, so ein Teil hier zu konstruieren, habe ich immer noch das Problem, dass das, glaube ich, nicht alles in der Gruppe ist. Doch, es wird zu einer Gruppe zusammengefügt und ich könnte es auch kopieren und verschieben. Das ist gar nicht so was, könnte ich mir vorstellen. Von der Größe her. Vielleicht auch hier unter diese Ecke. Ne, da sieht es schon wieder etwas zu fett aus. Aber das ist ein gutes Material. Das sieht natürlich jetzt nicht nach Arktis aus, aber es muss es jetzt auch nicht, denn das ist so richtiges Stützwerk, Trägerwerk, gehört zur Architektur. Ist eine Option. Vielleicht gibt es ja auch dieses Bauteil nochmal in anderen, mit anderen Materialien. Ja? Aber das ist auf jeden Fall eine gute Option hier für so eine Stütze. Vielleicht am Dach auch nochmal. Oh, ich habe da schon wieder einige Ideen. Ja, gut, Leute, dann geht es auch dann weiter demnächst mit dem Eisbärengehege und sonst was. Hier gibt es noch viel zu tun. Jetzt bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei und hattet heute auch eine schöne Zeit. Dann lasst es mich bitte wissen. Bitte nicht vergessen, den Kanal zu unterstützen auf adäquate Weise. Okay, ich gehe jetzt wieder Mittagspause machen, die zweite, und sage ja, bis zum nächsten Mal. Bleibt sauber, habt noch viel Spaß und lasst euch auch von riesigen Hallenkonstruktionen nach wie vor keine Angst einjagen.